In Islam ist es so, dass die kleinen Kinder eher bei der Mutter bleiben, bis sie ein Alter erreichen, wo sie selber entscheiden können. Manche Ulama sagen bei 12, 13, wo das Kind extra nochmal gefragt wird, wo wirst du leben? Von daher, der Lebensmittelpunkt der Kinder nach der Scheidung ist grundsätzlich bei der Mutter. Das Sorgerecht aber ist islamisch den beiden gegeben. Wer gibt das? Wer gibt dieses Sorgerecht zu den Eltern? Nicht der Staat, nicht irgendein Mensch. Das ist Allah. Und das reicht schon. Allah ist derjenige, der dieses Recht gibt und verleiht. Und derjenige oder diejenige, die sich traut, dieses Recht dem Mann bzw. der Frau, dem Partner wegzunehmen, aus irgendeiner Begründung. Er hat das Recht Allahs gebrochen. Nochmal, die Sache ist ernst. Selbst wenn du sagst, er kümmert sich, er will ja gar nicht. Er hat das nicht beantragt. Oder ähnlich, selbst wenn. Das ist ein Recht. Und unabhängig, ob die Ehe standesamtlich ist oder nur im Tempel oder in der Moschee verrichtet wurde. Ehe ist Ehe. Insbesondere die Ehe, die islamische, wo man einen gewaltigen Bund spricht, indem man sagt, ich verheirate dir meine Tochter nach dem Buch Allahs und nach der Sunna seines Gesandten. Und du sagst, ich nehme die Heirat mit ihr an, nach dem Buch Allahs, nach der Sunna seines Propheten. Wisst ihr, was wir da sprechen? Das ist ein Bündnis zwischen dir und Allah, dass deine Ehe und deine Scheidung entsprechend dem, was Allah und sein Gesandter vorschreibt. Und Allah und sein Gesandter schreiben vor, dass das Sorgerecht genauso wie Sorgepflicht den Eltern vorgeschrieben werden. Beiden Eltern mit 50-50. Und kein Partner darf dieses Recht näher kommen und stören und daraus wegnehmen 30%, 40, 50, manche 90%. Und sie quälen den Mann und quälen den Mann, bis die Kinder von ihm entfremdet werden. Haram, Haram, Haram. Und Baraka wird verschwinden in der Erziehung dieser Kinder. Deshalb, meine lieben Geschwister, die Fragende und alle, die das hören und die damit geprüft sind, in eine Scheidung zu gelangen, fürchtet Allah. Und nimmt die Sache ernst. Und diese Dunya ist begrenzt. Und wir werden vor Allah stehen. Und die Kinder werden groß. Und sie werden 20 und 30. Und sie haben auch ihre Frauen und ihre Kinder. Und du bleibst bei einer Sache vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du ein Recht wegnimmst, so zahlst du es zurück. Hundertprozentig. So hat Allah bestimmt. Und deswegen ist das Sorgerecht, wenn die Eltern verheiratet sind, standesamtlich oder in der Moschee. Und die islamische Eheschließung ist darüber. Für uns Gläubigen ist diese Formulierung, ich heirate dich nach dem Buch Allahs und nach der Sunna des Gesandten, ist ein gewaltiger Bund. Du hast es gesprochen oder du hast es sprechen lassen durch deinen Bevollmächtigten. Ja? Von daher musst du dem nachgehen und dem Bund erfüllen. Und du darfst nicht dem Vater das Sorgerecht wegnehmen aus irgendeinem Grund. Grund Nummer eins, wir waren nicht standesamtlich verheiratet. Und wenn man nicht standesamtlich verheiratet und ein Kind kommt, dann geht Sorgerecht alleine zu der Mama. Ja, stimmt. Aber das heißt nicht, dass der Vater kein Sorgerecht hat. Er muss das nur beantragen. Und das Gericht gibt ihm das sofort. Also gib ihm das gleich. Trag das gleich ein bei der Geburt, sag beides. Und dann tragen sie beides. Statt dass du das nur für dich nimmst. Und täusch dich nicht und sag, nee,
mein Mann ist nicht in der Lage, Sorgerecht zu haben. Du bist nicht diejenige, die das bestimmt. Und nicht dein Ego. Sondern das ist Allah, der das bestimmt. Und deshalb sollen wir Allah Ta'ala dabei fürchten. Und wisst ihr, als Allah Ta'ala die Scheidung erwähnt hat im Koran, in mehreren Seiten in Surat al-Baqarah und in einer Extrasure, so heißt es immer, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَلَا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Das sind die Schranken Allahs, kommt ihnen nicht nah. Derjenige, der ihnen nah kommt oder der sie überschreitet, das sind wahrlich die Ungerechten. So nennt Allah Ta'ala sie. Und sie werden ungesegnet bleiben. Deswegen, Sorgerecht gehört beiden Elternteilen. 50-50. Selbst wenn der Vater sich nicht drum kümmert, um Sorgerecht, weil er nicht vom Gesetz weiß oder weil er einfach abgelenkt ist und die Frau ist diejenige sozusagen, die über das Recht kennt, sie soll ihm das geben, das ist sein Recht. Allah hat es ihm gegeben, nicht sie und nicht der Staat. Allah hat ihm das gegeben. Und sie soll Allah Ta'ala fürchten. Sonst prüft sie Allah in dem, worauf sie klammert. Du klammerst an etwas und du willst das nicht geben, da wird Allah dich prüfen. Das heißt, in deinen Kindern wird er dich prüfen. Wie? Ich kann dir 100 Beispiele geben. Aber das ist jetzt nicht der Rahmen. Inshallah genügt die Antwort. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.